Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr dem Titel entnehmen konntet, bauen wir heute den neuen PC für Fritz Meinecke. Fritz Meinecke ist ja ein Survival-YouTuber, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Der ist bekannt geworden vor allem durch seinen Mercedes-G-Klasse-Umbau oder auch zum Beispiel Baumhausbau auf Madeira. Solche Geschichten, also könnt ihr auch sehr gerne den Link unten in der Beschreibung anklicken, dann wisst ihr, worum es genau geht. Fritz hat mich kontaktiert und hat gesagt, er möchte jetzt gerade in dieser Zeit, wo man eben viel zu Hause sitzen muss, zwangsweise auch anfangen oder viel mehr zu streamen und auch ein bisschen mehr zu zocken und braucht dafür eben einen neuen Rechner. Und ich finde gerade den Ansatz von Fritz sehr, sehr interessant. Also ich habe da mit ihm telefoniert, so ein bisschen gefragt, was genau möchtest du machen, um eben zu erfahren, was hat er für Grundvoraussetzungen, um ihm dann eine passende PC-Konfiguration anzubieten. Also die ganzen Teile habe ich ihm quasi vorgeschlagen, er hat es gekauft, Teile zu mir geschickt, ich baue das Teil zusammen und schicke es dann zu ihm. So läuft die ganze Geschichte und der Ansatz vom PC ist sehr interessant. Also es geht, wie gesagt, um Streaming und um Zocken, aber das ganze Bild ist verglichen mit den meisten anderen, die wir auf meinem Channel bisher gefeatured haben, trotzdem anders, weil er gesagt hat, RGB, Optik spielt alles gar keine Rolle, es geht hier rein um Funktionalität. Das bedeutet, der Rechner wird später bei ihm unterm Tisch stehen, den sieht man gar nicht. Dann ist schon mal die Gehäuseauswahl eine ganz andere, weil man dann zum Beispiel keinen Wert auf ein Tempered Glas Seitenteil legt, sondern man kann auf das Thema Dämmung gehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein Fantex P600S Gehäuse, das ein bisschen vorgedämmt ist. Hallo Katze, Katze ist natürlich auch schon dabei. Chic hat auf jeden Fall das Gehäuse schon mal begutachtet, weil wir haben jetzt hier ein Gehäuse, was eben gedämmt ist. Oben, vorne an den Seiten, wir werden wahrscheinlich die Seitenteile und das Teil von der Front weglassen, dann kann das Gehäuse ein bisschen besser atmen, dann hat es so ein Mesh, aber Seitenteil, wo eine andere Variante vom P600S eben Tempered Glass hat, da hat diese Variante innen Dämmung und dementsprechend werden wir das ganze System so ein bisschen mehr auf Silent-Betrieb auslegen. Ich habe auch die Lüfter und alles so ausgewählt, also das schauen wir uns dann alles nach und nach an. Finde ich aber einen sehr interessanten Ansatz. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Dieses Video wird unterstützt vom iFixit ProTech Toolkit. Das iFixit ProTech Toolkit enthält alle wichtigen Werkzeuge zum Schrauben, Öffnen oder Greifen und eignet sich damit perfekt zum Zusammenbauen von PCs, Reparatur von Notebooks oder Handys. Im Lieferumfang findet ihr diverse Opening Tools, um beispielsweise Tablets oder Laptops ohne Beschädigungen zu öffnen oder auch Pinzetten, welche ich sehr gerne in meinen Lötarbeiten verwende. Abgerundet wird das Set vom Marco Precision Bit Set. 64 Bits in allen denkbaren Ausführungen wie Kreuz, Schlitz, Torx, Sechskant oder Tripoint lassen keine Wünsche offen. Ich selbst verwende die Werkzeuge von iFixit seit Jahren, wie ihr mit Sicherheit schon in meinen Videos gesehen habt und kann euch dementsprechend die Toolkits wirklich nur empfehlen. Mehr erfahrt ihr über den Link in der Beschreibung. Was die Hauptkomponenten betrifft, wir setzen in diesem Build diesmal auf X570. Man könnte natürlich sagen, okay, wir gehen wieder wie bei Mois auf AMD Threadripper und hauen das größtmögliche raus, aber das war eben nicht der Sinn der Sache, weil man muss eben ganz nüchtern betrachtet sagen, X570 zusammen mit einem 3950X mit 16 Kernen hat genug Power für das meiste, was man so als YouTuber macht, was Streaming und Video-Editieren und sowas betrifft. Dementsprechend habe ich mich für X570 in diesem Fall entschieden und nicht für AMD Threadripper, weil es eben die deutlich kleinere und deutlich günstigere Plattform ist, als jetzt einen AMD Threadripper zu verwenden. Und da das System, wie gesagt, hauptsächlich für Stream und Zocken sein soll, reicht das auf jeden Fall aus. Ist wie gesagt ein kompletter anderer Ansatz von System, deswegen finde ich das sehr interessant. Ich habe das MSI X570 Creation Mainboard verwendet oder mich dafür entschieden, aus dem Grund, weil es eine sehr, sehr gute Kühlung hat und vor allem 10G LAN. Das haben nicht so viele Mainboards und dann gibt es viele Boards, die kosten so 800, 900 bis zu 1000 Euro. Das wollten wir dann jetzt nicht ausgeben für dieses System. Das Mainboard hat wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage, auch für zukünftige CPUs, dass man da alles upgraden kann. Spannungswandler sehr, sehr gut. Genug M2-Slots, falls man da noch was upgraden möchte. Für die Basis haben wir jetzt ein Vengeance LPX-Kit mit 64 GB und nur zwei Sticks. Das ist schon mal wichtig. Leider gibt es das nur mit 3000 MHz Geschwindigkeit, beziehungsweise ich habe es nur mit 3000 MHz gefunden. 3200 wäre noch ein bisschen besser, aber 3000 ist eigentlich schon eine gute Basis. Wir haben extra nur zwei Sticks verwendet, weil falls später mal aus irgendwelchen Gründen der Arbeitsspeicher nicht mehr reichen sollte, kann man nochmal zwei dazu kaufen und auf 128 GB upgraden. Ich glaube aktuell nicht, dass es notwendig sein sollte, aber deswegen habe ich mich eben nur für zwei Sticks entschieden, nicht für vier Sticks. Und wir haben eine Corsair MP510 2 TB NVMe SSD Generation 3, aus dem Grund, weil Generation 4
keine deutlichen Vorteile bietet heutzutage, aber eben deutlich teurer ist. Deswegen eine MP510, die bietet preis-leistungstechnisch auf jeden Fall die bessere Grundlage. Dann würde ich sagen, bauen wir das Bundle mal kurz zusammen. Beim CPU-Kühler setzen wir dieses Mal auf den Aqua-Computer Kryos Next in der Acetal-Nickel-Variante. Diesen CPU-Kühler habe ich ausgewählt, weil er sich eben auszeichnet durch eine herausragende Qualität der Verarbeitung. Das ist bei Aqua-Computer einfach immer so. Ich muss generell sagen, die deutschen Wasserkühlungshersteller sind da immer ganz vorne dabei. Und er ist eben relativ günstig, hat kein RGB. Weil wir sowieso kein RGB sehen werden, wäre das Verschwendung, da irgendwie Budget dafür auszugeben. Der sieht gut aus. Ist qualitativ sehr hochwertig und eben relativ günstig, kostet 60 Euro. Nochmal kurz zum Board. Ich habe jetzt hier die Abdeckung weggemacht, weil ich jetzt die M2 SSD hier in diesem Slot verbauen möchte. Bei MSI ist es immer so, dass markiert ist, welcher Generation 4 ist. Also für die Leute, die so ein Board jetzt verwenden wollen mit einer Generation 4 NVMe SSD. Hier sind beide von diesen M2 Slots mit Generation 4 ausgestattet. Und was mir an diesem Board einfach sehr, sehr gut gefällt, ist generell das Kühlungsdesign. Mal abgesehen davon, dass wir hier eine Heatpipe haben, die hier oben die ganzen Blöcke miteinander verbindet und so eben sehr, sehr viel Oberfläche schafft, sowohl für Chipsatzkühlung als auch Spannungswanderkühler, haben wir hier einen vernünftigen Chipsatzkühler. Bei vielen Boards ist der leider sehr, sehr unterdimensioniert und hat relativ wenig Oberfläche und dadurch ist der Lüfter immer am Laufen. Bei dem Board ist der Lüfter hier temperaturgesteuert und läuft in den meisten Fällen eben nicht an, weil wir hier so ein vernünftiges Kühlungsdesign haben. Einer der Gründe, warum ich es ausgewählt habe, weil dann hört man den eben auch nicht, dann wird er eben auch nicht nervig. Wenn wir uns übrigens mal kurz anschauen, was man bei dem Board alles an Anschlussmöglichkeiten verwenden kann. Wir haben 13 USB-Anschlüsse, das ist schon mal sehr, sehr viel. Die meisten davon USB 3.0. Wir haben USB Typ C, zweimal LAN, einmal davon 10G Audio, wobei wir auch noch eine dedizierte Soundkarte noch gleich verbauen werden. WLAN und sogar PS2. Damit geht es auch weiter mit der Grafikkarte. Wir haben hier eine RTX 2080 Ti von EVGA, wobei EVGA hier eigentlich gar keine Rolle spielt. Ich habe mir eigentlich die günstigste 2080 Ti genommen, die verfügbar war und auf die ein Wasserkühler passt. Erst habe ich mich gefragt, wollen wir das ganze System vielleicht auf Luftkühlung lassen, aber Silent-Betrieb ist hier wirklich der Fokus. Und egal, welche 2080 Ti ihr verwendet im 3D-Betrieb, werden die Kühler irgendwann mal hörbar. Und das wollte ich eigentlich ein bisschen vermeiden, deswegen habe ich mich dann doch für Custom-Wasserkühlung entschieden, habe aber versucht, die Custom-Wasserkühlung wirklich so günstig wie möglich zu gestalten, weil ja auch keine Komponenten übertaktet werden, spielt es keine Rolle, ob jetzt die GPU unter Last 46 Grad Celsius hat oder 50 Grad Celsius mit der Wasserkühlung, das spielt wirklich absolut keine Rolle. Deswegen auch die Wahl zum EKWB Classic Wasserkühler, also der Full-Cover-Block, das ist die günstige Variante von EK. Wird sehr gut funktionieren, wird die Karte sehr kühl halten, ist nicht ganz so teuer wie der Rest, ist aber immer noch nicht günstig. Ich glaube, der Kühler kostet auch so um die 100
20 Euro hat RGB, worauf wir eigentlich keinen Fokus gelegt haben, aber gab es tatsächlich nicht ohne. Und da würde ich sagen, verbauen wir jetzt mal kurz den Wasserkühler. Wir verwenden auch keine Backplate, reine Funktionalität bei dem Bild, und Backplates sind zu 99% Optik. Kühlleistung bei einer Backplate ist wirklich nicht ganz so wichtig bei einer Wasserkühlung, weil eben der Großteil der Wärme doch über den Wasserkühler abgeführt wird und nicht über die Backplate. Kommen wir jetzt mal zu den ganzen Wasserkühlungskomponenten. Wie gesagt, die ganze Sache auf Funktionalität und Preis ausgerichtet. Dementsprechend habe ich mich für die Arctic P12 Lüfter entschieden. Die gibt es normalerweise in einer PWM-Variante, die haben wir ja hier auch, oder auch in einer 3-Pin-Variante. Wir haben die PWM-Version, die kosten bei Case King 7 Euro das Stück. Wir haben 7 Lüfter davon, dementsprechend knapp 50 Euro für Lüfter. Und wenn man das heutzutage mit RGB-Lüftern vergleicht, da gibt es ja oft welche, wo einer 25 bis 30 Euro kostet. Das heißt, für den Preis, wo wir hier 7 haben, bekommt man in der Regel so um die, sage ich mal, 2 gute RGB-Lüfter. Das ist natürlich schon preislich gesehen ein sehr großer Unterschied. Leistungs- und lautstärketechnisch kann ich diese Lüfter absolut empfehlen. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Die Leistung unfassbar gut, gerade für den Preis. Habe ich im Rahmen eines Case King Lüftertests mal getestet. Das Video findet ihr übrigens auf dem Case King YouTube-Kanal, falls euch das weiter interessiert. Da haben wir noch viele weitere Lüfter getestet. Diese Teile kann ich euch nur empfehlen, wenn es mal um Preis-Leistung geht und Optik nicht so im Fokus liegt. Arctic P12 PWM Lüfter, wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich Magic Cool 360er Slim Radiatoren, 2 Stück davon. Das sollte auf jeden Fall ausreichen, problemlos, um einen 3950X und eine RTX 2080 Ti ohne Overclocking ausreichend zu kühlen. Viele denken bei diesen Magic Cool Radiatoren, dass Magic Cool eigentlich so eine richtige Billigfirma ist, aber die Qualität, das kann ich euch garantieren, ist bei Magic Cool sehr, sehr gut. Und Magic Cool ist auch ein riesen OEM-Produzent für andere Firmen, die produzieren Radiatoren für ganz, ganz viele andere Hersteller. Und für den Preis, die kosten jetzt knapp 47 Euro pro Stück, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Gerade wenn man so mal vergleicht, so ein typischer EK-Radiator, der liegt da schon fast beim doppelten Preis und da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Das Mainboard ist soweit drin. Chic hat das Ganze auch schon mal inspiziert zur Sicherheit. Geschaut, ob ich das alles so richtig mache. Beim Gehäuse sind ja, so sieht man das ein bisschen besser. Beim Gehäuse ist hinten ein 140 mm Lüfter drin. Hier vorne sind nochmal 240 mm Lüfter eigentlich in der Front. Die 2 Lüfter in der Front mache ich jetzt aber raus, weil da kommt ja ein 360er Radiator rein. Und der wird dann die Luft ansaugen. Die Luft geht hier durch und geht oben wieder raus. Und den 140er Lüfter hinten, den lasse ich noch drin. Der zieht dann zusätzlich noch die Luft aus dem Gehäuse raus.
Ich habe diesmal wieder eine EK-Ausgleichsbehälter-Pumpenkombination, eine EK-D5. Diesmal aber in der Glasbehälter-Variante. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn diese Röhre hier aus Glas ist, weil hier normalerweise keine Partikel oder irgendwas haften bleibt. Ist also sehr, sehr langlebig und wird dann hier über diese Halterung dann letztendlich am Radiator verschraubt. In diesem System werden wir ein Seasonic-Netzteil verbauen. Ihr seht, es ist ein Prime Fanless Titanium-Netzteil. 600 Watt kann das Teil maximal bereitstellen. Wir haben keinen Lüfter innen drin, deswegen heißt das Teil auch Fanless, wer hätte es gedacht. Und dadurch haben wir natürlich auch überhaupt keine Geräusche, die aus dem Netzteil kommen, auch wenn die meisten heutigen Netzteile semi-passiv arbeiten. Mit diesem Ding haben wir auf jeden Fall überhaupt keine Geräuschentwicklung aus dem Netzteil. Wir verbauen bei diesem PC zusätzlich auch noch eine vernünftige Soundkarte, und zwar haben wir eine Asus Essence STX2, wirklich sehr, sehr gute Soundkarte, kostet glaube ich um die 200 Euro, das ist jetzt nicht gerade ohne, hat aber auch vollwertige Stecker für Mikrofone zum Beispiel, das ist für Streamer relativ wichtig und Fritz war es sehr wichtig, eine gute Audioqualität zu haben, dementsprechend haben wir hier noch diese PC Express Soundkarte, die wir verbauen. Der PC läuft, ich habe jetzt schon die ersten paar Performance-Tests gemacht und es ist wirklich genauso geworden, wie ich wollte. Ich habe im BIOS alle Lüfter auf ca. 700 Umdrehungen eingestellt und damit ist der PC, gerade wenn auch die Seitenteile später noch drauf kommen, wirklich komplett geräuschlos. Also man hört ihn tatsächlich nicht und das war genau das Ziel.
Wie ihr sehen könnt, Times by Extreme lief durch. Das ist ein normaler Score für einen 3950X mit einer 2080 Ti. Dafür, dass beide Komponenten komplett Stock laufen, das ist absolut okay. Wie ihr hier sehen könnt, hatte die GPU maximal 46 Grad Celsius GPU-Temperatur und die maximale CPU-Temperatur lag bei 78 Grad Celsius Peak. Typischerweise eher so bei ca. 60 bis 65 Grad Celsius. Die maximale Temperatur lag nur am Ende vom Physics-Test an. Und im Cinebench R20 hatten wir einen Multiscore von 9245 Punkten. Die Spannungswandertemperatur war dabei erstmal bei Peak 59 Grad Celsius, auch das ist im absolut grünen Bereich. Ich werde jetzt aber noch einen Stabilitätstest machen, das heißt, das System wird jetzt noch eine Stunde im Dauerbetrieb laufen, im geschlossenen Zustand, und dann sehen wir uns gleich wieder mit den finalen Temperaturwerten. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, noch eine kurze Erinnerung an das ProTech Toolkit. Schaut doch nach dem Video gleich mal bei FFixit vorbei. Damit sind wir auch durch mit dem Fritz Meinecke PC. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Teil geworden, gerade unter dem Aspekt, was das Ding auch kostet. Gesamtkosten von allem, was wir hier drin haben, sind ca. 4.300 Euro. Die genaue Teileliste findet ihr unten in der Beschreibung, falls ihr das nachschauen wollt. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte die Soundkarte nicht haben, dann kommt man mit ca. 4.000 Euro davon. Und das ist, glaube ich, ein guter Preis dafür, dass man ein komplett custom wassergekühltes System hat mit einem 3950X und einer 2080 Ti, 2 TB NVMe Festplatte und 64 GB RAM. Also ich denke, da kann man nicht meckern. Schick, was hast du zu meckern daran? Katze räumt wieder Sachen raus. Ich muss die Katze mal rausbringen. Bei dem P600S sieht die Seitenwand übrigens so aus, also die ist auch relativ schwer, weil innen drin das Teil ja gedämmt ist. Das ist der Hauptunterschied zu dieser normalen, typischen Tempered Glass Variante, die man kennt. Und beim P600S ist es auch so, dass man oben und vorne Teile hat, die man rausnehmen kann oder eben drin lassen kann. Man kann sie drin lassen, dann ist es wirklich quasi 100% gedämmt. Blockiert natürlich schon noch ein bisschen den Airflow, deswegen habe ich das weggelassen. Und dachte mir, wir machen das mit vernünftigen Lüftern, die leise laufen, dann brauchen wir das auch nicht. Und mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Ist sehr, sehr gut geworden. Natürlich ist die Kühlleistung nicht die beste, die man haben kann. Das war aber auch nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass es im Normalbetrieb Rendern, Zocken, Streaming unhörbar ist und aber die Leistung sehr, sehr gut ist. Ich habe eine Stunde lang Thermal laufen lassen und Prime 95 gleichzeitig und habe danach nochmal 15 Minuten den Stresstest vom Times by Extreme gemacht. Maximale CPU-Temperatur war bei 86 Grad Celsius, das klingt jetzt erstmal viel. Man muss aber auch wissen, dass Prime 95 damit AVX läuft, was man im Normalfall nicht hat. Im typischen Operationsbereich war die CPU bei 65 bis 70 Grad Celsius und das ist dann schon wieder normal für Prime 95. Spannungswandertemperatur maximal bei 69 Grad Celsius und GPU-Temperatur bei maximal 53 Grad Celsius, was auch absolut okay ist, wenn man bedenkt eben, dass Prime 95 und Thermite gleichzeitig laufen. Das ist eben die maximale Systemauslastung und dann wird auch der Wasserkühlungskreislauf ein paar Grad wärmer. Ich bin absolut zufrieden damit, hoffe, dass Fritz viel Spaß haben wird mit dem System, schicke ich am Montag auf die Reise und dann hoffe ich, dass Fritz damit schön streamen kann. Damit verabschiede ich mich aus diesem Video mit ein paar Close-Up-Shots von diesem System. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.